Wie wir sehen, stellen wir heute wieder unseren Weihnachtsbaum auf. Unser Baum kommt aus ökologischem Anbau. Warum sollte man auch beim Weihnachtsbaumkauf auf Öko setzen? Weil der Weihnachtsbaum heute nicht mehr, so wie vielleicht vor 50 oder 60 Jahren, aus Durchforstung stammt. Also man nimmt überzählige Bäume aus Fichtenwäldern heraus, sondern heute sind Weihnachtsbäume hochspezialisierte Kulturen. Sie werden stark gedüngt, es werden viele Pestizide eingesetzt. Es wird sehr großflächig Wald genutzt, um einen Weihnachtsbaum neben den anderen anzubauen. Das ist plantagenähnlich und deshalb ist das umweltmäßig nicht besonders gut. Beim Weihnachtsbaumkauf bekommt man Weihnachtsbäume mit oder ohne Ballen. Macht das einen Unterschied? Und worauf sollte ich beim Kauf achten? Also beim Kauf des Weihnachtsbaums, wenn man da zu einem greift mit Ballen, macht das eigentlich nur dann Sinn, wenn man auch die Möglichkeit hat, nachher diesen Baum auszupflanzen. Und selbst das ist eher problematisch, denn unter Waldböden ist oft eher wenig Boden vorhanden. Da kommt direkt der Stein darunter und man nimmt eigentlich dem Waldboden die Erde weg. Von daher ist ein Baum mit Ballen eher nicht zu empfehlen.